Kommen wir zum nächsten Begriff, dem Begriff des sinnvollen Lebens. Ist das letzte Ziel unseres Lebens das oberste Gut zu beschreiben als das sinnvolle Leben? Was sind da die Vorteile und was sind die Nachteile eines solchen Begriffsgebrauchs? Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich Sie auf ein ganz merkwürdiges Phänomen hinweise, was der Philosoph Ludwig Wittgenstein herausgearbeitet hat. Er schreibt: Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems. Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen können, worin der Sinn bestand? Ich möchte das noch einmal wiederholen. Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems. Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen können, worin dieser Sinn bestand? Wittgenstein weist hier darauf hin, dass zwar viele Menschen nach dem Sinn des Lebens fragen, wir diese Frage aber nicht so verstehen können als Frage nach einer bestimmten Information. Wenn Sie Ihnen nahestehende Person, wenn diese Sie fragt, was ist der Sinn des Lebens, dann ist ausgeschlossen, dass diese Person von Ihnen die Antwort erwartet, die Sie geben können, und die Person dann sagt, ah, vielen Dank, das habe ich bisher noch nicht gewusst, jetzt ist mir diese Sache klar. Nein, wer nach dem Sinn des Lebens fragt, den treiben existenzielle Fragen um, die er gelöst wissen will. Und existenzielle Fragen löst man nicht allein durch die Theorie, sondern existenzielle Fragen muss man in der Praxis lösen. So Wittgenstein, durch eine Änderung des Lebens. Das Leben wird auf einmal sinnvoll, dann bekommt mein Leben Sinn und daran wird mir vielleicht etwas von dem Sinn des Lebens bewusst. Denn diese drei Fragen müssen wir im Folgenden sorgfältig auseinanderhalten. Die Frage danach, was der Sinn des Lebens ist, die Frage danach, was der Sinn meines Lebens ist, und die Frage danach, wann mein Leben sinnvoll ist. Es wäre möglich, dass wir eine Antwort geben können auf die Frage, wann, in welchen Perioden mein Leben sinnvoll ist. Vielleicht auch eine Antwort auf die Frage geben können, was der Sinn meines Lebens ist. Aber damit noch nicht die Voraussetzungen geschaffen haben, die es uns erlauben, von dem Sinn des Lebens zu sprechen. Das muss ja ein Sinn sein, der für alle Menschen gilt. Fragen wir also zunächst, wann das Leben sinnvoll ist und was der Sinn meines Lebens sein kann. Beziehungsweise fragen wir danach, wie wir diese Fragen gut verstehen können. Und ich möchte damit so vorgehen, dass ich zunächst etwas über die Sinnlosigkeit sage, weil an dieser Erfahrung von Sinnlosigkeit deutlicher wird, was es heißt, dass etwas sinnvoll oder was der Sinn meines Lebens ist. Die beste Darstellung einer sinnlosen Existenz findet sich wohl im Mythos von Sisyphos wieder, der in unserer Zeit vor allen Dingen durch den existenzialistischen Philosophen Albert Camus bekannt geworden ist. Sisyphus wird von den Göttern bestraft und die Strafe besteht darin, einen massiven, kräftigen, schweren Felsbrocken den Berg hochtragen zu müssen, um ihn dann auf dem Gipfel auf der anderen Seite herunterrollen zu können. Nun, der Stein, der Felsbrocken ist zu schwer für unseren Sisyphus. Immer wenn er kurz vor dem Gipfel angelangt ist, rollt der Stein wieder runter. Sisyphus geht nach unten und beginnt die Arbeit aufs Neue. Camus bezieht diesen Mythos auf das sinnlose Leben eines Menschen. Das Leben ist nichts als Schinderei, nichts als Arbeit und am Ende völlig sinnlos, bedeutungslos. Es ist nicht ganz klar bei Camus, worin genau die Sinnlosigkeit besteht. Es gibt einen englischen Philosophen, sein Name ist Richard Taylor, und Richard Taylor hat sich sehr detailliert mit diesem Mythos von Sisyphus auseinandergesetzt. Er hat ein Buch geschrieben, Good and Evil, das Gute und das Schlechte oder Gutes und Übles,
Und im 18. Kapitel, The Meaning of Life, der Sinn des Lebens, beschreibt er die eigentliche Sinnlosigkeit des Sisyphos nicht als die körperliche Plackerei, die er tut, die Anstrengung, die damit verbunden ist, sondern dass das, was Sisyphus macht, völlig bedeutungslos ist. Taylor ersetzt in einem sehr anschaulichen Bild den Mythos von Sisyphus mit dem Bild von zwei Menschen, die auf einem Fußballplatz stehen. Der eine Mensch nimmt einen Stein vom Boden, trägt ihn zu den zweiten hin, geht zu seinem Ausgangspunkt zurück. Der zweite geht zu dem Ausgangspunkt, wo der Stein zunächst lag, legt ihn wieder hin, geht an seinen Punkt zurück. Der erste geht wieder zum Stein, hebt ihn auf und so weiter und so weiter. Ich glaube, wenn wir uns das 10 Minuten, eine halbe Stunde, 5 Stunden anschauen würden, da würde uns etwas von der Sinnlosigkeit deutlich werden, die der Mythos von Sisyphus in anderen Bildern zum Ausdruck bringen will. Aber stellen wir uns Folgendes vor. Taylor sagt, stellen wir uns vor, die barmherzigen Götter, die nun doch Mitleid mit dem armen Sisyphus haben, kommen auf eine geniale Idee. Sie spritzen ihm eine chemische Substanz ein und diese Substanz bewirkt, dass der Sisyphus von nun an nichts toller findet in seinem Leben, als Steine den Berg hochzutragen. Natürlich strengt er sich an, der macht den Stein, den Fels hoch und er schafft es nicht, ihn über den Felsen, über den Berg hinüber zu kippen. Der Stein rollt wieder zurück, aber das macht Sisyphus gar nichts aus. Das stört ihn gar nicht mehr, dass er es nicht schafft. Frohen Mutes geht er wieder ins Tal zurück und fängt wieder an, den Stein hochzuwälzen. Wäre das ein sinnvolles Leben, die Konzeption eines sinnvollen Lebens? Wahrscheinlich nicht. Und hier taucht ein Problem, an diesem Beispiel taucht ein Problem auf, was mit der Sinnfrage verbunden ist. Es kann nämlich tatsächlich sein, dass Menschen ihr Leben aus der Perspektive der ersten Person als sinnvoll betrachten, aber sich bei genauerem Hinschauen aus der Perspektive der dritten Person herausschauen würde, dass es ein ziemlich sinnloses Leben ist. Stellen wir uns folgenden Unterschied vor. Stellen Sie vor, Sie fragen zwei Menschen danach, was ihr Leben sinnvoll macht oder was der Sinn ihres Lebens ist. Und die eine Person antwortet damit, dass ihr Leben dadurch sinnvoll ist, dass er von morgens bis abends Fernsehen kann und schon in der Früh das erste Bier hat und Chips ausreichend zur Verfügung steht. Und so gehen Tage und Wochen und Monate und Jahre hin. Und sie haben auch das Gefühl, nee, der Mensch macht eigentlich so einen ganz glücklichen Eindruck. Die andere Person sagt, sie hat den Sinn ihres Lebens darin gefunden, ein AIDS-Hospital aufzubauen. Der Unterschied dieser beiden Beispiele macht sehr schnell deutlich, dass wir der zweiten Person sofort glauben würden. Es ist sinnvoll, ein AIDS-Hospital aufzubauen. Und wir können verstehen, dass es jemand sinnvoll findet, der ein AIDS-Hospital aufbaut. Aber der ersten Person, die ihr Leben mit Fernsehen verbringt, würden wir eigentlich nicht glauben. Und das zeigt, dass der Begriff des Sinns eigentlich nicht der letzte Begriff in der Analyse sein kann, wenn wir über das sinnvolle Leben nachdenken, sondern dass er ergänzt werden muss durch einen Begriff, und zwar den Begriff des Wertvollen. Das, was jemand tut, das muss wertvoll sein, damit es sinnvoll sein kann. Natürlich entstehen hier Spannungen. Jemand kann sein Leben als sinnvoll betrachten, obwohl es wertlos ist. Denken Sie an den Menschen, der seine Zeit vorm Fernsehen abhängt. Aber es kann auch ein etwas anderes geben, dass ein Mensch sein Leben als sinnlos erachtet, obwohl es eigentlich wertvoll ist und Bedeutung hat. Aber wie dem auch sei, deutlich ist, dass wir ohne die Vorstellung eines Wertes, ohne der Vorstellung, dass das, was wir tun, dass unsere Tätigkeiten Bedeutungen haben, auch der Sinn des Lebens nicht klar ermitteln lässt. Die amerikanische Philosophin Susan Wolf hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie hat den Sinn wie folgt bestimmt: Sinn entsteht, wenn subjektive Anziehung mit objektiver Attraktivität zusammentrifft. Sinn entsteht, wenn subjektive Anziehung, also das, was mir Freude macht, was ich kann, wo ich mich angezogen hinfühle,
Sinn entsteht, wenn subjektive Anziehung mit objektiver Attraktivität zusammentrifft. Das heißt, wenn die Dinge, die ich tue, objektiv attraktiv sind. Und objektiv heißt hier intersubjektiv, das heißt unabhängig von dem, was ich für wertvoll halte, von anderen Menschen als wertvoll gesehen wird. Wenn Sinn bedeutet, von etwas subjektiv angezogen zu sein, aber auch objektiv attraktiv sein zu müssen, dann zeigt das, dass wir den Begriff des Wertvollen und des Wertes mit in unsere Überlegungen hineinnehmen müssen. Aber mit den Überlegungen von Susan Wolf ist noch nichts darüber gesagt, was denn der Sinn des Lebens ist und wie man überhaupt nach dem Sinn des Lebens fragen kann. Stimmt es, was Wittgenstein sagt, dass wir über den Sinn des Lebens nicht sprechen können, weil wir ihn nicht benennen können? Der bereits erwähnte Robert Nozick ist der Frage nach dem Sinn des Lebens ein wenig nachgegangen. Nozick fragt sich, wann erleben wir eigentlich Sinnlosigkeit? Und er ist der Auffassung, dass der Sinn unseres Lebens immer dann in Frage gestellt wird, wenn in unser Leben, was wir bisher als sinnvoll erlebt haben, etwas von außen einbricht, was unser Leben in Frage stellt. Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie haben sich mit der Philosophie beschäftigt, wollen Ihre Zeit damit verbringen, die Sendungen sich anzuhören, über Philosophie nachzudenken, und auf einmal lesen Sie in einem Zeitungsartikel von einer ungeheuren Not von Kindersterblichkeit in Afrika. Und stellen wir uns vor, dass Sie auf diesen Zeitungsartikel so reagieren, dass Sie denken, ja, was mache ich hier eigentlich? Ich verbringe meine Zeit damit, mich philosophisch weiterzubilden, mein Denken zu schulen, nachzudenken, aber wäre es nicht viel wichtiger, ganz andere Dinge zu machen? Nämlich nach Afrika zu gehen, vor Ort zu helfen. Und stellen wir uns vor, Sie brechen auf, gehen nach Afrika, helfen dort den Kindern und finden eine Art und Weise, Ihr philosophisches Interesse mit den Anforderungen, mit dem Aufruf, den Sie durch diesen Zeitungsartikel erlebt haben, in Einklang zu bringen. Und jetzt merken Sie auf einmal, Ihr Leben ist wieder sinnvoll, es ist wieder zu einer Einheit gekommen, aber Sie vernachlässigen ganz etwas anderes, nämlich Ihre menschlichen Beziehungen, in denen Sie drinstehen, Ihre Familie, Ihre engen Freunde, die sagen, du bist nur noch in Afrika unterwegs oder du hörst eine philosophische Sendung an, aber was ist denn mit uns? Und dann merken Sie auf einmal, ja, also es stimmt ja wirklich. Ich bin nur noch tätig unterwegs oder lese irgendwelche Bücher, aber etwas in meinem Leben kommt ganz zu kurz, nämlich die Liebe, die tiefen menschlichen Beziehungen. Und jetzt müssen Sie auch diesen äußeren Standpunkt wieder integrieren in Ihr Lebensganzes, um Ihr Leben wieder sinnvoll zu finden. Und so weiter und so weiter. Nozick geht davon aus, dass es immer ein Außenstandpunkt ist, der den Sinn in Frage stellt und dass der Sinn dann auf einer höheren Ebene gefunden wird, wenn dieser äußere Standpunkt integriert werden kann. Und was wäre jetzt der Sinn des Lebens? Und jetzt gibt Nozick eine außerordentlich spekulative Antwort. Der Sinn des Lebens ist der Raum sämtlicher Möglichkeiten und Wirklichkeiten. Der unbegrenzte Raum von allem, was möglich und was wirklich ist. Und wenn wir uns mit diesem Raum der unendlichen Möglichkeiten und Wirklichkeiten verbinden, dann verbinden wir uns mit dem Sinn des Lebens. Das klingt natürlich erstmal hochspekulativ und alles andere als einfach, aber der Grundgedanke dürfte vielleicht doch deutlich werden. Wenn es tatsächlich so etwas gäbe, wie eine Verbindung zu allem zu haben, zu dem, was alles möglich und wirklich ist, dann kann es zu dem, was alles möglich und was alles wirklich sein kann, keinen Außenstandpunkt geben. Kein Standpunkt, der das nochmal in Frage stellt, weil dieser Standpunkt ja wieder Teil dessen wäre, was alles möglich und was alles wirklich ist. Der Sinn des Lebens wäre also gefunden, wenn es uns gelänge, uns mit diesem unendlichen Raum in Verbindung zu setzen.
wie das geschehen soll, das lässt Robert Nozick offen. Aber er bringt zumindest eine interessante Lehre, nämlich aus den Upanishaden, die Lehre, dass das Atman dasselbe wie das Brahman ist. Und das heißt nichts anderes, als dass unser tiefstes Wesen, unsere eigentliche Identität identisch ist mit allem. Und ich glaube, diesen Spuren müsste man nachgehen, wenn man verstehen wollte, was sinnvollerweise der Sinn des Lebens sein kann. Was sinnvoll ist und was der Sinn meines Lebens sein kann, das haben wir anhand der Überlegungen mit Sinnhaftigkeit und Werthaftigkeit und Susan Wolf bedacht. Was der Sinn des Lebens sein kann, da führt uns Nozick ein wenig weiter. Aber wir wollen ja nicht die ganze Vorlesung über den Sinn des Lebens nachdenken, sondern wir wollen uns überlegen, wie wir eigentlich das oberste Gut, das letzte Ziel des Lebens genau beschreiben sollen. Und wir sind jetzt schon immerhin so weit, dass wir sagen, das Leben muss sinnvoll sein, aber der Begriff des Sinns ist problematisch, weil der Begriff des Wertes von so großer Bedeutung ist, dass der Sinn von dem Wert abhängt. Eigentlich müsste man also von einem wertvollen Leben sprechen. Ein wichtiger Gedanke, den wir in unsere Überlegungen zum gelungenen Leben integrieren müssen.